Jo, und damit seid gegrüßt. Willkommen zurück zu einem neuen kurzen Let's Play. Wir spielen ein interaktives Songvideo. Ein Spiel zum Song. Baumann, Bergmann und Putin sind dünnes Eis. Ja. Von den Machern, die damals wundervolle Spiele wie Edna bricht aus, habe ich neue Augen, die Deponia-Reihe und großartige andere Spiele gemacht haben, als Deadlick noch kein Haufen große Scheiße war, sondern als noch die ganzen guten Point-and-Click-Adventures rauskamen, das so als Gollum noch keine Sache war und Mitarbeiter auch noch vernünftig bei der Ton. Der liebe Puki, der ist dann irgendwann ausgestiegen aus der Firma und hat eine Band gegründet. Und ja, das ist dann eins seiner Lieder, eins der Lieder von der Band, die als Spiel, als interaktives Songvideo, Musikvideo zum Spielen. Gestern am 17.05.2024 released. Ja. Ich würde mal sagen, schauen wir einfach mal rein und gucken, was dieses Spiel Musikvideo so zu bieten hat. Wir starten ein neues Spiel. Ja, die guten alten Point-Click-Adventures-Zeiten. Das war. Da können wir uns heute ein bisschen zurück erinnern, ein bisschen zurück sehnen mit dem Spiel. Schon rein. Guten Morgen. Na, was fehlt uns denn heute? Hm? Sagen Sie mal ah. Au Backe, Robby ist gerade mal eine Woche weg und schon führe ich Selbstgespräche. Wie dem auch sei. Wenn ich den Windgenerator nicht schleunigst wieder zum Laufen bringe, habe ich hier ganz andere Probleme. Okay, hier sind wir und wir in den Windgenerator zum Starten. Und hier haben wir eine Kabel. Stimmt, die ist überzählig. Yeah, im Vorbeigehen Ordnung zu schaffen ist cool. Cliffy hat einen Gegenstand erhalten. Nutze das Mausrad oder die Taste I auf deinem Keyboard, um das Inventar zu öffnen. Das Tutorial. Wir können uns hier natürlich point-and-click-mäßig alles angucken und im Inventar auch Sachen kombinieren. Das wird das Spaßigste. Es gibt wahrscheinlich mal wieder, wie es in den guten alten Deadlake Games war, immer die Möglichkeit, alles mit allem zu kombinieren und da neue Möglichkeiten zu erfahren. Kabelgabeln sind zwar vielseitig verwendbar, aber das ist Klopapier auch. Dann kriegt man solche random Informationen hier. Kabelgabeln sind zwar vielseitig verwendbar, aber das ist Klopapier auch. Ja. Wo wär's denn, wenn wir Kabelgabel mit dem Werkzeugschrank benutzen? Na. Die Kabelgabel ist ein Utensil und gehört in den Utensilienschuppen. Ach ja, ich. Was ist da? Wie ich das nicht. Ich da nicht selbst gekommen bin. Oh. Der ist nie abgesperrt. Robby sagt, unsere Diebstahlsicherung heißt Eismeer. Ich sage, kleiner Leichtsinn heute, große Reue morgen. Lass mich raten, es ist Cloud was anderes. Ein Nest ist drin. Was zum? Jetzt schlägt's aber Kuckuck. Ein Werkzeugkasten ist doch kein Brotkasten. Die Pinguine werden auch immer dreister. Nicht die Pinguine. Ach, wir haben einen Mutternschlüssel, ein Nest, ein Ei und Kabelgabel und einen Schlüssel. Wir können auch mal den Mutternschlüssel mit dem Schlüssel verwenden. In meiner Sammlung fehlt jetzt nur noch der Schlüssel zum Glück und ein Schlüssel für die Gemeinschaftstoilette. Der wäre schon praktisch. Wir sind hier streng genommen nicht mehr in der Zivilisation,
Aber Eier isst man immer noch mit dem Eierlöffel. Aha, mit dem Schlüssel. Wie das Nest in den Werkzeugschrank gekommen ist, das schließt sich mir einfach nicht. Aha. Ja, diese Wortspiele und die Kombination, das ist echt. Das ist einfach lieber. Und was mache ich jetzt mit dem Krempel? Für eine Auswilderung scheint es mir immer noch etwas früh. Und was mache ich für eine... Das hatten wir schon. Die Mutter, die ihr Ei in meinen Werkzeugschrank gelegt hat, sitzt auch nicht mehr fest auf der Schraube. Ah ja. Die Mutter, die ihr Ei... Der Mutternschlüssel ist ein Werkzeug und gehört in den Werkzeugschrank. Die Kabelgabel hingegen ist ein Utensil und gehört in den Utensilienschuppen. Es ist doch so leicht zu merken. Tja. Dieser Knopf. Das ist natürlich feist. Dachte ich mir auch nicht. Nichts. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Es liegt eine Störung vor. Und diesmal ist es mehr als nur die Einzelmeinung eines geltungssüchtigen Therapeuten. Okay, vielleicht können wir mal... Tja, auch keine Mutter. Aber noch gebe ich nicht auf. Unter gar keinen Umständen will ich diesen Mutternschlüssel hier umsonst aus dem Werkzeugschrank geholt haben. Den wir nur nirgendwo für brauchen. Alles, was ich über die Funktionsweise von Point-and-Click-Abenteuerspielen weiß, legt nahe, dass ich mit dieser roten Lampe hier das Ei ausbrüten muss. Aber wisst ihr was? Ich werde diesen Unsinn boykottieren. Nicht mit Cliffy. Ich werde einfach Spoiler ignorieren. Das ist... Nee, das machen wir ganz zum Schluss hier. Das ist... Lampe und Gabel? Echt jetzt? Wenn ihr darauf spekuliert, dass Poki jetzt seine Festnetznummer verrät, dann habt ihr euch aber gehörig geschnitten. Dafür ist hier die Telefonnummer von Carsten Fichtelmann. Nur Spaß. Ja, sehr schön. Das ist ein kleiner Insider aus. Ich glaube, Ender bricht aus, wo sie tatsächlich mal, wo Poki mal vergessen hat, die Telefonnummer, ich glaube sogar von Carsten Fichtelmann, dann aus dem Spiel dann rauszunehmen, noch für die Entwicklung mit reingepackt hatte, als Gag und dann rausgenommen, um es dann rauszunehmen. Hey, wenn ich den Schlüssel an der Lampe aufwärme, könnte ich damit das Eis schmelzen. Tja, Pustekäse, diese LED hier strahlt noch weniger Wärme ab als Melania Trump auf einem Kindergeburtstag. Aber die Idee war gut. Die Gags sind auch sehr gut. Alles, was ich über die Funktionsweise von Point-and-Click-Abenteuerspielen weiß, aber wisst ihr was? Nicht mit Cliff. Das funktioniert nicht mal, so ein Mist. Nur das Ei gegen den Knopf. Von außen brauche ich hier gar nicht erst lange rumdoktern. Wenn es ein Problem gibt, dann finde ich es im Inneren des Schaltkastens. Können wir es aufgabeln? Das Schlüsselloch. So nützlich eine Kabelgabel auch in den meisten Lebenslagen sein mag, als Eiskratzer ist sie komplett ungeeignet. Wir können was mit dem Schlüssel aufkratzen. So ein Mumpitz. Das Schloss ist ja komplett vereist. Das bisschen Nestwärme wird ja auch nicht ausreichen. Ich mag heute etwas zerstreut wirken, aber ich sollte keine voreiligen Schlüssel daraus ziehen. Oh Gott. Ich wollte es nur noch mal versuchen. Nichts. Hätte ich sein können, dass es klappt. Nur ein drittes Mal. Nichts. Gibt bestimmt keine Achievements dafür. Tja, können wir hier an der Seite das Ding hier? Nee, können wir nicht. Das losschrauben. So ein Mump, das Schloss ist ja... Es liegt und dies... Haben wir noch nicht oft genug gemacht. Nichts. Achso, ja, weiterspielen. Wird Escape um hier... raus. Ah, hier gibt's auch wieder hier mit der Leertaste, damit hier wieder die Schimmeltaste, da können wir gucken, mit welchen Gegenständen, welchen Punkten...
wo die Hotspots sind, wie wir womit interagieren können. Und steigen mal die Leiter hoch. Okay, jetzt haben wir die Leiter und einmal das Ding. Mein geübtes Auge sagt, hiervür brauche ich den 7er Mutternschlüssel aus dem Werkzeugschränkchen. Ach, Blödsinn. Du wärst erstmal mit dem Schlüssel hier. Mit dem. Mein geübtes Auge sagt, hierfür brauche ich den 7er Mutternschlüssel aus dem Werkzeugschränkchen. Meine geübten Beine sagen, das hättest du dir auch mal vorher überlegen können. Ah, ja. Vielleicht. Ich will hier lieber nichts kaputt machen. Auch weil das Windrad die einzige Stromversorgung in einem Radius von etwa 1000 Kilometern darstellt und mein Überleben sichert und so. Ja. Ein Ei vielleicht. Ich sehe Ähnlichkeiten in Form und Farbe. Leider ist das hier kein Steckspiel für zweijährige Kinder. Es ist ein Steckspiel für verwegene Südpolforscher wie mich. Naja, Farbe kann man sich darüber streiten. Ist ein Steckspiel für Erwachsene. Pinguine nisten nicht so weit oben. Aber normalerweise nisten sie auch nicht in fremder Leute Werkzeugschränken. Also was weiß ich schon. So, dann machen wir es mal. Wie ist denn so? Ist offen. Können wir ins Nest reinlegen. Pinguine nisten, aber... Ich sehe Ähnlichkeiten. Leider ist es ist ein... Ob es nun ein Problem mit der Elektrik hier oben gibt oder nicht. Darin herumzustochern wird es auf keinen Fall besser machen. Nicht. Ich kriege mal einen Stromschlag und mal unten vorher. Die Klappe ist bereits auf. Aber lieber einmal zu viel kontrolliert, als einmal zu viel geärgert. Reden und fass nochmal rein. Ich kann keinen Fehler erkennen. Aber die Kontakte sehen mir etwas feucht aus. Die sollte ich wohl mal wieder abtupfen. Mit etwas Glück funktioniert's dann auch wieder. Ich mit dem Nest. Ich müsste mich sehr weit vorlehnen, um die Kontakte von hier aus trocken zu tupfen. Ich sollte entweder zurück zur Station, um meinen Trockenmob zu holen, oder mir etwas anderes einfallen lassen. Vielleicht kann man... Die Mutter, die ihr... ich glaube, daraus ließe sich etwas zusammen MacGyvern. Ich nenne es Teleskop trocken... Ding. Nein, warte. Fernkontakttrockner. Fernkontakttrockner. Teleskoptruppen, Ding. Wie soll man das Teleskoptruppen, dem Ding? Na, dann wollen wir mal. Okay. Upsi. Naja, auch gut. So kann das Nest wenigstens die ganze Feuchtigkeit aufnehmen. Wie ist es wieder rausgekommen? Oh Mist. Ist doch ein guter Rhythmus. Vielleicht kann man dann ein Lied zuschreiben. Die Klappe ist da, aber lieber einmal zu... Ich sehe ähnlich. Leider, es ist ein... Ob es nun ein Problem darin herumzu... Tja... Das klappt ja nicht so gut. Vielleicht klappt es ja beim 100. Mal. Wenn wir jetzt versuchen, den Strom anzumachen, dann... Ah, okay, ja, das könnte... Ui. Nichts. Sicher, dass dann nichts passiert ist? Nichts. Nichts. Ich kletter mal nochmal hoch. Das war so jetzt aber nicht vorgesehen. Andererseits gibt es wohl kaum eine schnellere Methode, um die Kontakte zu trocknen.
Und solange ich hier alles unter Kontrolle habe, kann ich das Feuer auch noch eine Weile brennen lassen. So ist es wenigstens nicht ganz so zugig hier oben. Ich habe alles unter Kontrolle. Wo ist mein Inventar? Vielleicht können wir es wieder rausholen. Oder können wir uns ein Netz machen? Das hier ist wohl kaum der geeignete Ort für eine Grillparty. Außerdem habe ich eine Eiweißallergie. Und eine generelle Abscheu, Dinge zu essen, die direkten Hautkontakt mit einem fremden Popo hatten. Aha. Ich sollte lieber warten, bis sich die Klappe abgekühlt hat, bevor ich sie wieder festschraube. Nicht, dass sich die Gewinde noch verziehen. Ha, es ist ein Fluch, dass ich immer alles bis ganz zu Ende denken muss. Aber natürlich, der gute alte heiße Schlüsseltrick. Aha. Robby wäre sicher stolz, wie gut ich ohne sie klarkomme. Ein glühender Schlüssel. Ach, stimmt. Ich hätte das Nest auch einfach wieder rausholen können, nicht wahr? Tja, hinterher ist man immer schlauer. Nicht immer. Es hängt davon ab, auf welchem Niveau man startet. Ich habe all... Na dann. Heißer Schlüssel, zugefrorenes Schlüsselloch. Vielleicht können wir vorher... Die Kabelgabel hat ihren Zweck erfüllt. Jetzt ist der glühende Schlüssel am Zug. In meiner Sammlung fehlt jetzt nur noch der Schlüssel zum Glück. Und ein... Nicht unbedingt so heiß, dass ich mir da ein Ei drauf braten könnte, aber immer noch sehr heiß. Und ich mag eh keine Eier. Der ist nie abgestorben, sag ich. Na dann. Fantastisch. Können wir vielleicht das nochmal. Keine Experimente. Ich habe den passenden Schlüssel und ich habe die Gemütsruhe, ihn wie vorgesehen zu verwenden. Ich mag heute etwas zerstreut, aber ich sollte. Keine Experimente. Ich habe. Okay, na dann. Oder? Was in aller Welt ist das denn jetzt schon wieder? Uiuiuiui. So, alles getan. Und ist fertig. Hab's gefixt. Ich habe zusammengebunden. Tja, das sollte es gewesen sein. Bleibt nur noch die Frage, was hier vorgefallen ist. Und wer oder was dieses Schlamassel zu verantworten hat. Das ist nur bestimmt schnell raus. Oh je. Dunkel den Fisch geklaut. Es ist Zeit. Okay, wir sind aufgestanden. Nee, sind wir noch nicht. Müssen wir erst noch machen. Jetzt sind wir aufgestanden. Hier sieht es aus. Besser. Können wir uns wieder hinlegen? Keine Zeit zu schlafen. Mein Tagwerk ist noch nicht vollbracht. Und unser Inventar ist natürlich leer. Ein Beistelltischchen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Der frühe Vogel kann mich mal. Das war der Tag, an dem wir zum Pol gefahren sind. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie aufgeräumt da alles war. Ah ja. Ein Spind. Das Kleidung. Aha.
So macht man das, sich anziehen. Ah, sehr schön. Wikipedia. Die Pinguin-Enzyklopädie. Und Daten des gemeinen Pingus Patrionis. Gesichtet im Zeitraum zwischen April 2023 und April 2024. Finden Sie hier heraus, ob sie enzyklopädisch relevant sind. Schade, können wir gar nicht klicken. Klick auf die Diskussionsseite, Beiträge abmelden. Dann haben wir den Wingping, den Camping, den Pinchping, den Mipliping, den Checkerping, den Craftping, dann haben wir den Pitcherping, den Cineping, Clapping, klatscht der Hände, ja, Pingu, nimmt. Auch ein schönes Lied. Ping and Pap Paper, Type Pink, Twin Pings, Coping, Bass Ping, Escape Ping, Escaping, Red Pink, Pixel Pink. Dann klicken wir mal alle. Können wir keine von denen. Kinbrin. Kinbrin. Westbin. Ist doch der Bienenmann hier, oder was? Und hier Titanic runter. Und Harvey. Ach, Escaping, das ist Edna. Sehe ich jetzt erst. Kryptzig Pink. Der Wittler. Puzzle Pink. Kazuping, Keeping, oh Gott, The Lion Ping, Kittyping, Retro Nord Ping, Verping, Nooping, Turtle Ping, Vamping, Dipping. Schreibt in die Kommentare, welcher euer Lieblingsliebster ist. Der Singuin. Man kennt ihn, Ghost Ping, Pogo Ping, Ping die Otter, Viking Ping, CYK Ping, Socken Ping, Sotrogge Ping, ah, sehr schön, Sotrogge Ping, Kakao Ping. Jetzt muss auch noch ein Twist geben, welcher Ping seid ihr? So ein Persönlichkeitstest. Habe ich neuer Ping? Fantastisch. Showtime Ping. Marzi Ping. Lord of the Pings. Fantastisch. Wunderli Ping. Bienen Ping. Ah, das ist der Bienenmann. Jesse Pingman. Reiseping, Dragonping, das hört hier gar nicht auf, Dudeping, Platyping, Einhornping, Marteping, ein Pigeonping, ein Pooping, Frankensteinsping, Goffping, Overfink, Overfinkping, Schokoping, Pink One, Pingone natürlich. Ein Pingone, sehr schön. Captain Bozo Ping. Ach, sehr schön, diese ganzen Anspielungen. Sphinx. Pink DDD. So schön, dieses. Ich lieb's einfach. Tenshi Ping, Kaminkehrer Ping, Space Ping, Shibuya Shin Ping, oh ja, Shibuya Power, haben wir neulich erst gespielt hier, habe ich es mir irgendwie. Code Ping, Alu Ping, ah ja, der arme Mann, Spiele Ping, Sleeping, ich kann nicht mehr lesen, Sleeping. Gerne. Fireping.
Homekeeping. Pinglock Homes. Okay. Noch nicht entdeckt. Die müssen wir erstmal noch entdecken. Ein Nano-Ping. Ein Science-Ping. Ein Ping-Tuden. Fox-Ping. Gitarre-Ping und Empathie-Ping kann man hier. Sehr genial. Also ich drücke auf Escape. Sagen wir noch irgendwas? Ja, hier immer sehr viel. Ein Bonsai. Na, wie geht es dir heute? Nein, ich sing dir später was vor, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Na gut, aber nur einmal. Bonsai, kleiner Bonsai. Verletzliches Gewächs. Süß, schon eingeschlafen. Robbie hat mir zu Weihnachten den Thriller The Ping geschenkt, weil der in einer Antarktis-Station spielt. Ich habe eine Woche lang im Schuppen übernachtet, weil ich mich nicht mehr in die Station getraut habe. Sehr schön. Den Gesang, den kommentiere ich mir lieber nicht. Vielleicht können wir mal versuchen, nackt rauszugehen. Das Mikro aufs Klo mitgenommen. Die Morgentoilette ist erledigt. Bevor ich weiter in den Tag starte, sollte ich mir wohl erst einmal etwas anziehen. Ah, okay. Mit Knöpfen hier können wir nichts tun. Sehr schade. Man kann rausgucken. Ein schöner Ausblick. Ein freundlicher Tag an einem feindlichen Ort. Genau wie es in der Jobanzeige stand. Soundeffekte. Na dann, raus mit uns. Ab ins Bad. Stressifix Ultra Stachelbeere Geschmack Antiglatt Edel, Antiglatt Edel für den den Ausgang irgendwas. Oha, ne, hier geht's raus. So viele Chancen für einen guten Beat. Endlich genug Platz, um die Waschgänge getrennt in den Wäschekorb zu legen. Oh Junge, ich bin schon ganz kribbelig. Ich liebe es, wie Robbie all ihre Badutensilien in einen wasserdichten Behälter sortiert und beschriftet, sobald sie die Station verlässt. Das war natürlich ein Scherz. Ich habe das gemacht. Ah ja. Wir haben uns noch nicht auf eine neue Verwendung für Hanks Fach einigen können. Robbie würde hier gerne ihre Asteroidensplitter bunkern. Ich hingegen will noch ein wenig die Abwesenheit von Hanks Unordnung genießen. Ich will nicht sagen, dass es das bestorganisierteste Fach aller Zeiten ist, denn das könnte meine Chance bei der Jury schmälern. Ja, wer bewertet mein das? Geheimnis? Schmusifix extra weich und ein Spritzer Limette. Mal ehrlich, was Spiegel findet Robbie nur an mir? Hm, muss der Charakter sein. Zum Wasserverbrauch. Das Wetter ist eigentlich viel zu schön zum Arbeiten. Es wäre das perfekte Waschtagwetter.
Verstärker am Nordpol. Na, pass auf, dass das hier nicht einfriert. So, können wir noch hin? Hier mal was. Biolabor. Oha. Draxler sieht durstig aus. Götze sieht durstig aus. Kedira sieht durstig aus. Hummels sieht durstig aus. Mertesacker sieht durstig aus. Podolski sieht durstig aus. Warum ist er jetzt verstärkt? Hatschi sieht durstig aus. Pimpel sieht durstig aus. Bifur sieht durstig aus. Bombur sieht durstig aus. Bofur sieht durstig aus. Es ist schön, wenn alles seinen Platz hat. Draxler sieht durstig aus. Götze sieht durstig aus. Kedira sieht durstig aus. Hummels sieht durstig aus. Draxler. Götze sieht. Götze. Kedira. Hummels. Mertes. Mertesacker. Pudol. Pudolski. Hatschi. Hatschi. Pimpel. Pimpel. Bifu. Bifu. Bufu. Bombo. Ah, ja, natürlich. Können wir ein bisschen Toilettenwasser? Nee. Dann müssen wir es halt aus dem Wasser annehmen. Dafür gibt es eine Erfindung namens Spülkasten. Ich könnte die Zellkulturen auch mit geschmolzenem Schnee gießen. Aber wozu das Gehassel? Es ist reichlich von dem guten, importierten Wasser in den Tanks. Aha, das gegen Spiegel werfen. Nennt mich ruhig abergläubisch. Aber Spiegel und Fenster putze ich immer nur mit ionisiertem Wasser. Ah ja. Weiches Wasser für die Kochwäsche. Hartes Wasser für die Buntwäsche. Ist doch easy. Ich arbeite noch an einem Merkspruch für Robby. Sie bringt das immer wieder durcheinander. Hier ist fast alles sauber. Und ein bisschen Dreck muss ich immer übrig lassen, damit Robby mich nicht für pedantisch hält. Als klar war, dass Henk nicht zurückkommen wird, habe ich das Fach eine Woche lang geputzt. Es müffelt aber immer noch ein wenig. Zum Zähneputzen benutze ich mein eigenes, selbstdestilliertes Wasser. Stopp, die dürfen auf keinen Fall nass werden. Das würde alles ruinieren. Das wäre schlimm. Können wir hier vielleicht noch einen Rechner? Ach, schade. Mit dem Fireping kombinieren, das wird auch eine Sache. Den Wecker. Eigentlich bekommt er heute nichts mehr. Na gut, weil du es bist. Das sind die Schattenseiten der anti-autoritären Erziehung. Ich komme den Büchern damit lieber nicht zu nahe. Die Schutzumschläge wurden noch nicht geliefert und ich konnte sie noch nicht einschlagen. Und bis dahin lebe ich gefährlich. Ich esse nicht im Bett. Ich trinke nicht im Bett. Und wenn ich könnte, würde ich auch woanders schlafen, weil es immer so eine Unordnung verursacht. Ah, ja. Mit dem Wecker können wir es nicht versuchen. Ah, doch. Zeit, die Zellkulturen zu gießen. Niemand kann Robby das Wasser reichen. Ah, ja.
Das würde mit Gefühle. Für Robby. Und die ist normale. Doch, das reicht. Tja, leer. Wie immer. Ich würde ja einen größeren Wasserbehälter bestellen. Aber der Paketbote klingelt immer bei den Nachbarn und die sind eh schon schlecht auf mich zu sprechen. Gut, dann müssen wir nur es holen. Vielleicht können wir dann noch ein bisschen Wasser mit rausnehmen. Das war's. Mehr gibt's nicht. Die habe ich bereits. Nein, das. Nein. Nein. Nein, das. Nein, das. Nein, das. Nein, das. Nein, das. Nein, das war's. Nein, das. Okay, alle gegossen. Na dann, nur noch rausgehen. Den Wasserbehälter schleppe ich jetzt aber nicht durch die Gegend. Der gehört ins Biolabor. Warte, ich stelle ihn kurz zurück. Ach, schade. Ich dachte, der wird schon zu Eis. Hey, wir sind ja noch gar nicht draußen. Bisher jetzt die Musik aber ein bisschen zurück. Ich hätte gedacht, wir haben die ganze Zeit hier. Hey Robby, hast du es dir wieder gemütlich gemacht? Hey Cliffy, ja, ich sitze wie immer auf meinem gemütlichen Lieblingsplatz und sehe atemberaubend aus, während ich ein Buch lese. Das freut mich. Hey, du klingst traurig, bedrückt dich etwas? Ich vermisse dich einfach. Mehr nicht. Oh, Cliffy, ich bin doch schon bald wieder da. Ja, das hat Hank auch gesagt. Dafür haben wir noch relativ wenig Song gehört. Dass das ein Lied zum Song ist. Heidenei, was für ein Chaos. Nein, das sollte ich unbedingt in Ordnung bringen, bevor ich weitermache. Was ist bloß in mich gefahren? Oh, hier ist eine Unordnung. Wir haben noch keinen passenden Platz für Hanks Nagelpistole gefunden. Mein Vorschlag war Europa. Das Ding macht mir eine Gänsehaut. Kann man nicht nehmen? Wir haben noch das Ding. Schublade. Was ist drin? Ich habe es nur reingeschoben. Der hängt akkurat die anderen. Das sieht auch. Und das Set scheint mir auch vollzählig zu sein. Aber lieber nochmal durchzählen. Ahem, ich zähle noch. Ach verdammt, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Nochmal von vorne. Eins. Ahem, ich zähle noch. Ach, nochmal. Eins. Zwei. Ja, das passt. Perfekt. Kleiner Pedant. Ha,
besser. Aber noch lange nicht perfekt. Ah, okay, das wird andersrum. So vielleicht. So, jetzt sieht es hier doch wieder einigermaßen manierlich aus. Ja. Ein Übergang. Müsli. Wird gleich mal schnabuliert. Nanu, habe ich gestern etwa vergessen, mein Müsli wegzuräumen? Nein, es muss eine naheliegendere Antwort geben. Könnte es sein, dass an den Gerüchten über eine geheime Nazi-Basis in der Antarktis doch etwas dran ist? Ja, das ist naheliegender. Das wird sein. Pass auf Verschwindung. Nein, nein, so geht das doch nicht. Bis auf die Kanne darf alles andere erst dann nass werden, wenn es aus dem Blickfeld verschwunden ist. Und auf keinen Fall vorher. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ach so. Kaffee. Moment, da fehlt der Filter. Was bin ich nur für ein Schussel? Ach, wird filterlos getrunken. Nehmen wir Wasser drauf und fertig. Immer der Reiz, das ist doch. Immer der, das Pulver ist doch. Moment, was bin an Filter. So. Eins. Erst Pulver. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Neun, zehn, elf, zwölf. Mal schauen, wie ich weiter zählen kann. 13. Das wird stark, der Kaffee. 14. 15. 16. Und einer für die Maschine. Heftiger Kaffee. An Tagen wie diesen schaff ich's nicht einmal, den Kaffee zu genießen, ob mit Zucker oder schwarz, ob schwarz oder mit Zucker. Nichts will mir mehr schmecken, ich krieg keinen Schluck mehr runter, ums Verrecken nicht. Ohne dich zu sein, scheint mir heute nicht recht zu bekommen. Hab die Zunge mir verbrüht, doch wann erinnere ich nicht mehr. Je länger ich darüber nachdenk, wenn ich echt Zucker genommen hab. Warum zum Teufel ist das Knoblauchpulver wieder leer? Und fertig. Hier bin ich fertig.
Jetzt muss ich den Kaffee nur noch einfüllen. Ich darf einmal einen Abfluss gießen, um es nochmal zu können. Das ist jetzt Unterfang. Überwachungsmonitore. Hier bin ich fertig. Jetzt. Entweder da draußen ist nichts, oder die Monitore sind gar nicht an. Schwer zu sagen. Ja. Stift. Ein Buch. Ah, das haben wir jetzt im Inventar, oder was? Nein, das ist kein Kochbuch. Nicht, dass ich ein Kochbuch zum Kaffee kochen bräuchte. Ich hätte es einfach gern. Du, aber Vollständigkeit halber. Es gibt schon schöne Kaffeekombis, man dann noch Gewürze reinmacht und so. Man muss sie stets beieinander halten. Das eine ist ohne das andere vollkommen nutzlos. Und dann tigert es zu Hause hin und her und macht die ganze Zeit irgendwelche schusseligen Denkfehler. Nein, nicht. Ich kann mir nichts reinschreiben. Man muss das. Schade. So, können wir uns einen Kaffee gießen. Nein, nicht. Wie jetzt? Wegkippen? Nein. Es gibt zwei Dinge, auf die reagiere ich wirklich allergisch. Kaffeeverschwendung und Eiweiß. Würde ich doch sagen. Oh, und Hausstaub. Also drei Dinge. Aus dem ist Kaffee wegschütten, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist. Das macht man nicht. Den Vorratsschrank. Hier ist alles in Butter. Also im übertragenen Sinne. Und nicht im wortwörtlichen Sinne wie damals zu Hanks Pfannkuchenfreitagen. Können wir hier noch was gebrauchen aus dem Schrank? Man kann über die Arbeit in der Eiswüste sagen, was man will. Kaffee ist immer ausreichend vorhanden. Schade, Inventur steht heute nicht auf der Agenda. Dabei habe ich die neue Etikettiermaschine und den Barcode-Leser noch gar nicht ausprobieren können. So was. Schade, Inventur steht heute nicht dabei. Können ein bisschen umkritzeln. Gut mitgedacht. Ich markiere den Füllstand. So, die Auswertung erfolgt dann immer zum Monatsende. Sehr schön. Ich benutze nur noch eine Farbe, damit ich die Mine nicht mehr so häufig waschen muss. Mine waschen? Etwas draufkritzeln hier auf dem Monitor. Ich fand die Sache mit den Überwachungsmonitoren immer ein wenig übertrieben. Aber sie machen sich gut auf den Pressefotos. Tja. Tote Hose. Um Pinguine zu beobachten, muss ich heute wohl oder übel ganz raus bis ans Eismeer. Tja, das Gefühl, da können wir noch hin. Kaffee trinken. Können hier drüben bestimmt noch den Kaffee mit Sachen kombinieren. Ich will lieber keine neue Unordnung schaffen. Gerade ist alles so schön aufgeräumt. Ich will lieber keine... Gerade... Okay. Starker Kaffee und Nagelpistole. Eine tödliche Allianz. Es wäre doch blöd, wenn wir es hier verpassen würden. Ja, das wäre gemütlich.
Aber ich brauche den Kaffee für meinen Trip ans Eismeer. Oh, schade. Hey, zum 1000. Mal. Ihr kriegt keinen Kaffee mehr. Nicht nach dieser Nummer in Outpost 31. Genau. Schämt euch. Böse Zellkulturen. Böse, böse Zellkulturen. Hey, zum nicht. Genau. Hey, nicht. Okay. Musste man mal ausprobieren. Jetzt können wir den Kaffee wieder wegschütten. Das Klo. Hier kommt der gebrauchte Kaffee rein. Hier kommt. Wie jetzt? Weg. Nein, 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 nein. Es gibt Kaffee und Ei. Oh. Hank sagte, das waren nur Kaffeeflecken auf seinen Handtüchern. Aber ich weiß, wie Kaffeeflecken aussehen. Das waren keine Kaffeeflecken. Pfui. Bobby trinkt ihren Kaffee gern im Bad. Ich habe ihr versichert, dass das vollkommen okay ist und dass sie auf jeden Fall tun soll, was sie nicht lassen kann. Aber in Wirklichkeit schenke ich ihr eine Hypnosetherapie zum Geburtstag. Und er trank diesen Kaffee. Hank hatte immer diese Zahnpasta mit Kaffeegeschmack. Und er trank diesen Kaffee mit Zahnpasta-Geschmack. Er war schon irgendwie ein ulkiger Typ. Echt ulkig. Ja, ich verwahre meine Zahnbürste auch in einem Thermosbecher. In einem luftdichten, bakteriengeschützten Thermosbecher. Wie jeder vernünftige Mensch. Hank sagte, das waren nur Kaffeeflecken auf seinen Handtüchern. Aber das... Ganz vernünftiger Mensch, ganz normal hier. Bonsai bekommt keinen Kaffee. Das letzte Mal hat er mich die ganze Nacht lang vollgequatscht. Wenn ich zurück bin, lese ich dir wieder was vor, okay, Bonsai? Was? Sag mal, wie redest du denn mit mir? Und überhaupt, früher hast du das immer geliebt. Wow, Teenie Bonsai. Können wir noch was beschriften hier? Bist du etwa schon wieder gewachsen? Ich denke ja. Aber für einen neuen Strich am Türrahmen reicht es noch nicht. Wir schreiben uns ja regelmäßig, solange sie weg ist. Aber es ist nicht dasselbe. An diesen Ausflug werde ich mich auch ohne Notizbuch immer erinnern. Es ist nie zu früh für den ersten Kaffee. Wenn ich heute noch arbeiten will, sollte ich nicht zu lange rumtrödeln. Wir werden schon arbeiten. Wenn ich heute noch arbeite. Okay, hier kann man nichts machen. Heute geht's raus ans... Und ich habe auch schon fast alles beisammen, was ich brauche. Heute geht's raus ans Eismeer. Und ich... Okay. Heute geht's raus und... Ich muss nichts. Warte im Bett. Im Bett ein bisschen Kaffee trinken. Ich esse nicht im Bett. Und wenn ich könnte, würde ich auch... Das hatten wir schon. Ich lese nicht mehr im Bett. Und voilà, seitdem habe ich auch keine Scherereien mehr mit Abdrücken auf dem Laken. Aha. Diesen Bettbezug habe ich bereits markiert. Aber ich habe meine Inventurliste gerade nicht zur Hand, darum kann ich die Seriennummer nicht abgleichen. Und schaut mal, wie ich das einfach mal so komplett aushalte, ohne nervös zu werden. Hoffentlich mag Robbie den coolen neuen Cliffy genauso wie den alten. Wir müssen noch im Bad was markieren.
Spiegel beschriften. Das ist kein Finde-10-Fehler-Suchbild, sondern mein Gesicht. Das ist... Ich hatte mal testweise wasserlösliche Stifte bestellt. Aber wenn man auf einem 200 Quadratkilometer großen Schneefeld arbeitet, ist das keine so gute Idee. Jetzt, wo Robbie unterwegs ist, konnte ich endlich mal all ihre Sachen beschriften. Die wird Augen machen, wenn sie zurückkommt. No, yeah. Hank hat uns immer seinen Lippenstift gegen spröde Lippen angeboten. Robbie und ich haben uns dann immer mit diesem tiefen, eindringlichen Blick angeschaut, den wohl alle Pärchen weltweit füreinander parat haben. Der Blick sagt, du hast die Bläschen an seinem Mundwinkel doch auch gesehen, oder? Nennt mich ruhig crazy, aber ich markiere meine Zahnseide immer erst, nachdem ich sie benutzt habe. Um die Symmetrie nicht zu stören, wenn ihr versteht. Die sind natürlich bereits durchnummeriert. Gerade Zahlen für gerade Wochentage, ungerade Zahlen für ungerade Wochentage. Was auch sonst. Ah, ein Wortspiel. Echt cool. Stift und Toilette? Aha. Das Projekt Klo-Tagebuch ist zurzeit pausiert. Es führte einfach zu vielen Diskussionen. Da muss ich nichts notieren. Ich habe mein System immer genauestens im Kopf. Notiz an mich: Handtücher mit Signalfarben bestellen. Dass ich aber auch wirklich der Einzige hier bin, der sich um die Sicherheit sorgt. Eigentlich waren diese Feldtrips zur Tierdokumentation Hanks Aufgabe. Er tat immer sehr geheimnisvoll. Er habe da draußen irgendwas gefunden. Im Eis. Keine Ahnung, was er damit meinte. Sein Gespür dafür, wann andere Leute zuhören, war es schon mal nicht. Meine Notizen darüber, wie ihre Sachen vorher standen, habe ich sicherheitshalber in meiner Koje versteckt. Der Einband müsste tatsächlich mal wieder gewaschen werden. Ein paar Notizen über dich selbst. Diese Spezies ist bereits ausgiebig dokumentiert. Nein, in diesem Buch katalogisiere ich ausschließlich Tierarten. Und seit Hank nicht mehr hier ist, gibt's davon keine mehr im Bad. Bei der guten Sicht wird das Pinguinbeobachten ein schöner Spaziergang. Ja, haben wir das auch mal gemacht. Schöne Mal das mit anderen kombinieren. Das sind die Zellkulturen, die wir von den Meteoriten geschabt haben. Anfangs hatte ich ziemlich Respekt vor ihnen. Aber das hat sich gelegt, seit ich weiß, dass sie nachts heimlich zum Fernseher schleichen, um sich die Wiederholung von Sommerhaus der Stars anzuschauen. Ach du Schande. Nee, das ist ja richtig, dass da kein Respekt gegenüber Sommerhaus der Stars. Vielleicht setze ich mich heute Abend mal hierhin, um meine Notizen durchzuschauen. Robbie hätte bestimmt nichts dagegen. Es soll ein wissenschaftlicher Bericht werden und kein Horrorroman. Können wir hier noch? Ich will lieber keinen Gratis. Okay. Und Werkzeug mit rausnehmen können wir auch nicht. Den Hammer. Haben wir doch bestimmt immer gebrauchen. Na dann einmal runter. Dann kommen wir noch hoch und die To-Do-Liste gucken. Na, dann schauen wir doch mal, was heute so ansteht. Aha. Da gibt es ja ein bisschen was zu tun. To-Do-List abzuhaken, Beobachtungsbuch einpacken, Kaffee einpacken, Zirkulturen gießen, Pinguine beobachten. To-Do-Liste mitnehmen. Tja, im Grunde ist das erledigt. Ich muss es nur noch abhaken. Den Stift haben wir mit.
Beobachtungsbuch haben wir mit. Kaffee haben wir mit. Sekt mit Gussen. Darum kümmere ich mich zuletzt. Ja, das waren noch die Pinguine. Machen. Cliff hat die To-Do-List erhalten. Die To-Do-List ist ein besonderer Gegenstand. Du kannst ihn dir jederzeit mit der rechten Maustaste erneut ansehen. Alles klar. Mit der rechten Maustaste. Aha. Wenn ich draufklicke. Kaffee einpacken. Beobachtungsbuch mit. Und die anderen Sachen können wir nicht angucken. Na dann. Alles erledigt. Tja, dann kann es wohl endlich losgehen, was? Eismeer, ich komme. Sie könnten auch wieder reingehen. Zum Windrad gehen oder... Schneemobil. Ich gehe erstmal zum Windrad. Irgendwie hatte ich mich gestern nicht so richtig im Griff. Naja, im Endeffekt ist ja alles gut gegangen. Das habe ich bereits repariert. Auf eine für meine Verhältnisse recht unorthodoxe Weise zwar, aber was soll's. Die Mühle läuft wieder. Okay. Aufklettern können wir nicht nochmal. Zum Schneemobil, würde ich sagen. Der Schneemobilschlüssel ist im Schuppen. Ich gehe nicht gerne in den Schuppen. Der Schuppen ist Hanks reich. Wahr. Und Hank ist immer so furchtbar unordentlich. Wahr. Wie kommen wir jetzt zum Schuppen? Stimmt sich mein Windrad irgendwo. Das drüben ist der Schuppen. Das ist wohl ein Häuschen, würde ich sagen. Das ist doch der Schlüssel. Die lasse ich mal hier. Am Eismeer gibt es keine Kabel. Und auch sonst nur sehr wenig zu gabeln. Die ist hier leider nicht so nützlich, wie man denken würde. Ich bin nicht einverstanden, dass wir die Leuchtraketen so nah an der Station aufbewahren. Jetzt wo Hank nicht mehr da ist, könnte ich das eigentlich nochmal zur Abstimmung bringen. Oder wir könnten sie hochjagen. Können wir vielleicht mal die Leuchtraketen markieren? Eigentlich gehören Leuchtraketen auch zur Standardausrüstung für Feldeinsätze. Aber ich glaube, wenn wirklich was ist, dann winke ich lieber. Neues To-Do? Nicht in die Luft fliegen. Die Kabelgabeln sind heute ausnahmsweise einmal nicht Teil meiner Ausrüstung. Können wir das auch schließen? Eigentlich gehören leicht, aber ich glaube. Klemmt.
Hank sagt, er hat sie geölt. Jetzt müssen wir noch Kaffee drüber gießen, oder was? Ihr würde sich... Andererseits wäre die auch nicht nötig, wenn Hank den Schuppen in Ordnung... Ihr würde sich sowas wie eine Ablagefläche ganz gut machen. Ihr würde sich sowas... Den Haken für den Schlüssel hinter der Tür zu montieren, ist sowas von... Henkig. Okay. Ihr würde sich sowas wie eine Ab... Andererseits wäre... Jetzt muss man jetzt die Tür auf. Die lasse ich mal am Ei und aus... Er war so ein unfassbarer Nichtsnutz. Dann eben mit etwas Gefühl. Uiuiuiui. Das ist ja beinahe schiefgelaufen. Brave Leuchtraketen. Nur nicht explodieren. Vielleicht kann man ein bisschen Feuer an die Leuchtraketen bringen. Später. Okay, hier können wir nichts mehr tun. Dann brechen wir mal auf. Coldstock 2. Was ist das denn? Na dann, auf wie geht's? An Tagen, die dermaßen kalt sind, hätte ich das Auto fahren bleiben lassen sollen. Es klingt zwar lächerlich, doch so lächerlich es klingt, ich wäre besser nicht gefahren. Angekommen. Eine Isomatte. Das beides in Kombination sollte mich bei meiner Arbeit ausreichend warm halten. Ich brauche einen geeigneten Posten, um alles zu beobachten. Ich brauche einen geeigneten... Hier müssen wir hin. Und Fernrohr haben wir nicht dabei. Was? Von hier aus hätte ich den perfekten Ausblick über das Cliff. Von hier aus. So kann ich mich hier nicht hinlegen. Ich brauche erst eine Unterlage. Ich müsste noch eine im Staufach vom Schneemobil haben. Weiher. Ich bin bereit, alles sofort zu dokumentieren. Aber noch sehe ich hier keine Pinguine. So ein bisschen Kaffee schnürfen. Ich bin bereit, aber noch... Schauen wir mal. Feldeinsatz, Pinguine beobachten. Das Eismeer ist groß. Bewege den Mauscursor zum Bildschirmrand, um den, die komplette Umgebung auszusuchen. Oh, ein Pinguin. Ha, ich habe einen. Und was für ein Kavenzmann. Wir sehen hier offensichtlich ein typisches Stresspräventionsverhalten. Um diese Uhrzeit? Das wirft all unsere Theorien über den Haufen. Ich sollte mir das unbedingt notieren. Das ist mehr zu beobachten. Wer ist weg? Da oben. Aha, was hast du denn da oben verloren? Pinguine meiden in der Regel diese exponierten Orte. Wenn sich Jäger nähern, kann er ja nicht den ganzen Weg übers Eis zu seiner Gruppe zurück. Haben wir es hier etwa mit einer ganz neuen Kolonie zu tun? Gleich mal aufschreiben, bevor ich den Gedanken wieder verliere. Oh ja.
Schauen wir mal weiter. Den haben wir. Und der Lohn ist jetzt auch schon weg. Nach oben und unten können wir nicht. Oh. Und noch einer. Was macht der denn da? Der macht ja nun wirklich alles verkehrt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der will mich an der Nase herumführen. Wir können ja nicht einfach die ganze Fachliteratur wegwerfen. Besonders nicht den Teil, den ich geschrieben habe. Dokumentieren muss ich das aber trotzdem. Jetzt haben wir Faulenzer. Pinguin entdeckt. Und der alleine, ein Kletterpinguin. Der ein Agent hier. Pinguin. Okay, finden wir hier noch was? Nach unten können wir. Oh. Was zum. Das kann doch gar nicht. Also. Das ist doch. Das kann ich doch so nicht aufschreiben. Ich muss mich verguckt haben. Ich war nicht für den Schneeanzug. Tja, nicht mehr da. Da hat er sich wohl verguckt. Pinguine. Und hat sich das jetzt. Können wir ihn spüren? Du siehst Gespenster, Cliffy. Es liegt daran, dass du langsam durchdrehst. Vor Trauer. Es geht ja nicht um dich, Hank. Bist du dir sicher? Ja, ich bin austherapiert. Das hier ist eine Love Story. Ich vermisse Robbie. Aber die ist doch nur für ein paar Tage in Puerto Williams. Ja. Die kommt zurück. Na und? Ich nicht. Und diesmal bitte wirklich. Aber... Na gut. Gruselig. Psst, Robby. Hier ist ja gar niemand. Ach du Schreck. Das kam aus der Werkstatt. Renn da. Ich muss der Harvey-Pinguin sein. Renn da, Yippie. Na toll, ist das Spiel abgestürzt. Ne, ist nicht. Nur kurz. Jetzt ein Stopper.
Robbie? Vielleicht ist es langsam Zeit, über Bewaffnung nachzudenken. Aber dieses Teil rühre ich im Leben nicht an. Soll ich den Hammer mitnehmen? Ich habe mal. Ich habe meine. Ich hätte doch anderes mitnehmen können. Zumindest. Instinktiv den Hammer genommen. Kaum der richtige Zeitpunkt, um es sich hier gemütlich zu machen. Das stimmt wohl. Nicht eher schon kein Narr, Clifford. Bring dich lieber in Sicherheit. Ah. Hank, verdammt. Bist du das etwa, der hier so rumgeistert? Nein, das bin nicht ich. Ich bin hier, weil du den Verstand verlierst. Meinem Verstand geht es prächtig. Danke für gar nichts. Und doch bin ich hier. Bist du nicht? Ja, bin ich nicht. Aber irgendwas ist hier. Sei schlau. Hau ab, solange es noch geht. Pfuh. Nichts da. Ich sehe, du hast dich entschieden. Wie mutig von dir. Und wie wir dumm. Verteidigen unsere Station. Sei vorsichtig, Clifford. Schnauze, Hank. Ich habe ihn gewarnt. Mehr kann ich auch nicht tun. Come out, wherever you are. Ein Bio dabei vielleicht. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Da habe ich was anderes gedacht. Ein Bad vielleicht. Huch! Wer hat denn das Fenster aufgelassen? Eingedenk der Tatsache, dass ich der einzige lebende Mensch in einem Umkreis von 1000 Kilometer bin, sollte ich vielleicht jetzt in Betracht ziehen, an meiner mentalen Stabilität zu zweifeln. Ach, Blödsinn. Aber soweit bin ich noch nicht. Das ist der Beweis. Nicht jedes Problem ist ein Nagel, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist. Das ist der Beweis. Nicht jedes. Dann hat das wohl die Geräusche verursacht. Irgendwie. Ich denke, ich könnte langsam mal eine Mütze Schlaf gebrauchen. Schnee. Ich verzichte heute mal auf die Abendtoilette. Der Tag war wirklich schon lang genug. Ich verzichte. Ich mache heute gar nichts mehr außer schlafen. Ich mache heute. Ich verzichte. Der Tag war. Okay. Bin ich cool, ja. Gute Nacht, kleiner Mann. Und entschuldige die Aufregung. Papa ist ein wenig angespannt zurzeit. Ich mache heute gar nichts. Okay, wenn man nicht. Verdammt. Guck ich mal das mit dem Escape. Morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Bestimmt. Es wird echt Zeit, dass du zurückkommst. Höchste Zeit, ins Bett zu gehen. Nichts im Kleiderschrank.
Das war ein aufregender Tag. Morgen sieht die Welt wieder viel besser aus. Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht. Und wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung, was es heißt, ohne dich zu sein. Oh je. Diese Spannung. Ganz vorsichtig. Was zum... Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Kannst du vielleicht noch einen vierten Tonart machen? Ha, da versteckst du dich also. Na, warte. Oh nein, Zellkultur. Autsch. Mach alles kaputt. Daneben. Bleib. Stehen. Ja. Au. Schande. Ups. Na, warte. Ha, hab ich dich. Na, komm da raus. Künstler zerstört. Ich? Sag dir. Komm. Da. Aber. Raus. Alles ruiniert. Randale. Gut, gut. Erst einmal ein bisschen Ordnung schaffen. Uff. Oder ich kümmere mich später darum. Alles kaputt gemacht. Da bist du. Komm sofort da runter, sonst... Ach, das gibt es doch nicht. Er ist in Richtung Werkstatt entfleucht. Noch. Gut. Schön für dich. Nicht jetzt, Hank. Einfach ignorieren. Den kriegen wir schon. Auch wenn es die ganze Station kaputt macht. Ich habe den Hammer verloren. Vielleicht sollte ich über eine neue Waffe nachdenken. Nein, so verzweifelt bin ich noch nicht. Da gibt es nichts mehr zu holen. Was zum... Ah. Ach du Schande. Hat seine Freunde mitgebracht. Tja, mir gehen offenbar die Optionen aus. Ah, Gänsehaut. Schwer bewaffnet. Die Luft ist wieder rein. Bis auf den einen, der immer noch hier drinnen ist. Er ist oben. Den kriegen wir auch noch. Und dann gehen wir auch noch in den Schuppen.
Kaffee zu machen. Die Vorräte! Nicht doch unsere Vorräte! Die knuspert. Hey, wo bist du? Komm sofort da raus! Moment. So. Das, Aber. Na du? Ha! Nee. Das muss doch. Ich höre dich doch. So. Oh, nichts. Nun aber. Wo bist du? Ach, das ist Hanks Kuhfuß. Andauernd hat er seine Sachen verschludert. Hä? Aber wo ist er hin? Moment mal. Quatsch, quatsch. Ist er etwa schon wieder in der Wand? Ach nö. Aufbrechen. Okay. Muss doch kalt sein. Was für ein Chaos. Das alles war nur ein Traum. Jetzt schlafen wir draußen. Feinmechanik. Um alle Bauteile richtig einzubauen, kann Cliffy sie mit dem der rechten Maus das um 90 Grad drehen. So ein Puzzle. Das wird um nichts. Passt hier gar nichts mehr. Hä? Wo ist der Transmitter? Der war doch eben noch hier. Ich sollte erst die Bauteile einsetzen, bevor ich alles zusammen... Nicht Transmitter. Ist er ja. Aber wie ist er hier hingekommen? Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? So, und wo ist jetzt mein Zünder? Das gibt's doch gar nicht. Oh, war ja. So, und wo ist die Pinguos?
Wir begeben uns auf dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Du denkst doch nicht etwa darüber nach, den Zündner zu holen? Hank, du musst gehen. Das ist meine Schlacht. Mein Chaos. Ich habe es dir nie gesagt, aber ich habe immer bewundert, wie du immer alles auf die leichte Schulter genommen hast. Scheinbar in jeder Situation zu Hause warst. Und trotzdem immer alles gedeichselt hast. Bis ich es dann einmal nicht mehr gedeichselt bekommen habe. Ich bin wütend, dass du uns allein gelassen hast. Schon gut, Kleiner. Du bist cleverer als ich. Versuch einfach nicht, wie ich zu sein, wenn du da draußen bist. Sei du. Du schaffst das. Danke, Hank. Mach es gut. Hank? Das packen wir schon. Oje, jetzt kommt sie zurück. Home sweet home. Das Chaos. Scheiße, Cliffy. Was hast du getan? Ihm nach, den kriegen wir schon. Die Täter. Krieg dich. Ganz böser Pinguin. Kommst du nicht. Kannst du abholen, aber kannst du nicht entkommen. Und da oben ist der Klasse. Nicht im Rick. Batschen. Ich hab dich. Wie groß ist denn dieser Wert? Da haben wir nix. Na, warte. Jetzt sollten wir links herum versuchen. Thank you.
Das ist doch... Kann es sein? Ist das etwa... Hank. Hank! Ich habe dich gefunden. Und die Pinguine haben mir den Weg zu dir gezeigt. Vielleicht sind sie doch gar nicht die Monster, für die ich sie gehalten habe. Oder doch. Hier hast du also die ganze Zeit gesteckt. Und so einen Hammer haben wir dann nicht mit. Hab ihn. Was? Endlich! Los! Da. Bring den Wirk. Oh oh. Ach herrje. Unfassbar. Cliffy? Cliffy? Ein Albtraum. Jetzt sieht ihr, was hier passiert ist. Scheiße. Cliffy? Cliffy, wo steckst du? Sag was! Das übertrifft alle Befürchtungen. Cliffy? Verdammt, er ist nicht zu Hause. Was ist das hier? Hanks Leuchtraketen? Was haben die denn hier drin zu suchen? Lea, aber... Oh nein. Oh je, die Pinguine haben gewonnen. Screenshots machen. Ein Tränk. Was sollen wir machen? Aufgeben ist keine Chance. Mhm.
Was haben wir jetzt angerichtet? Ein Feuerwerk. Haben wir es durchgespielt? Dünnes Eis, das Spiel zum Song. Von Baumann, Bergmann, Pokinson. Spielidee ist von Pokin. Executive Producer sind Anne Baumann und Jan Baumann. Pokin. Projektleitung. An Tagen wie diesen schaffe ich's nicht einmal. Den Kaffee zu genießen, ob mit Zucker oder schwarz, ob schwarz oder mit Zucker. Nichts will mir mehr schmecken, ich krieg keinen Schluck mehr runter, ums Verrecken nicht. Ohne dich zu sein, scheint mir heute nicht recht zu bekommen. Hab die Zunge mir verbrüht, doch wann erinnere ich nicht mehr. Je länger ich darüber nachdenk, wenn ich echt Zucker genommen hab, warum zum Teufel ist das Knoblauchpulver wieder leer? Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht. Und wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung, was es heißt, ohne dich zu sein. An Tagen, die dermaßen kalt sind, hätte ich das Auto fahren bleiben lassen sollen. Das klingt zwar lächerlich, doch so lächerlich es klingt, ich wäre besser nicht gefahren, auch wenn im Wetterbericht von Glätte nicht die Rede war. Ohne dich zu sein, das steckt für mich jetzt voller Gefahren. Ich bin viel zu deprimiert, Verkehrsschilder zu lesen, Bäume und Laternen fehlen, wo gestern bestimmt noch keine waren. Und die Ampel ist, ich schwör's, gestern noch grün gewesen. Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht. Und wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung, was es heißt. Es ist schwer, die gute Laune zu behalten und will ich's noch so sehr, doch so sehr ich es auch will, nichts vermag mich aufzumuntern, außer vielleicht diesem Bild von dir, das ich sonst bei mir trag. Doch ohne dich zu sein, steckt voll Tücken, Fallen und Finessen, fast als hätte sich die ganze Welt und gegen mich verschworen, hab den Haustürschlüssel aus Versehen im Handschuhfach vergessen und die Zündschlüssel im Zündschloss und die Handschuhe im Haus und das besagte Bild von dir in meiner Jacke, die liegt leider auf dem Rücksitz, ich hab selten so gefroren. Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht.
Rache. Besser ist, du kommst so schnell es geht, bevor ich irgendwen verletze. Es fehlt nicht viel, bis ich unkontrollierbar überschnappe. Ohne dich zu sein, ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht. Wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung, was es heißt, ohne dich zu sein. Und dich zu sein ist jetzt für mich wie dünnes Eis. Das zu brechen droht. Und wer weiß, vielleicht bin ich schon einen Schritt zu weit. Du hast keine Ahnung. Zuschauen. Das war Dünnes Eis, der spielt zum Song. Ja, speichern hätte man zwischendurch machen können. Haben wir jetzt mal gemacht. Am Ende. Ja, kauft euch gerne das Spiel. Kostet, glaube ich, gerade knapp 4 Euro. 3 Euro, 3,50 Euro, 3 Euro so eine Dreh, weiß nicht ganz genau die Zahl. Unter 4 Euro. Dafür ist das wirklich geschenkt. Also wirklich. Ist jetzt nicht wirklich viel. Sind jetzt knapp anderthalb Stunden, wenn man sich Zeit lässt. Ich habe jetzt hier, meine Aufnahme dauert jetzt 1,50. Ein bisschen, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, alles mit allem kombiniert und so weiter. Also zwischen anderthalb und zwei Stunden kriegt man dahin. Es ist, ja, kurzes Spiel, knappes Spiel, aber gerade um Baumann, Bergmann und Pumpkin so die Band zu unterstützen für diesen großartigen Song. Und damit sie vielleicht mal zukünftig noch ein paar mehr Spiele machen, sollte man auf jeden Fall. Dann lohnt es sich doch definitiv. Hundertprozentig. Um diesen großartigen Song zu unterstützen. Und die Leistung dieses Spiels zu entwickeln. Ansonsten Wishlisten auf jeden Fall. Wenn ihr es schon nicht kaufen wollt, einmal Wishlist machen. Das unterstützt die Entwickler des Spiels. Kleine Indie-Devs unterstützen. Definitiv. Sollte man machen. Ganz kostenlos mit einem Folgen und mit einem Wishlisten. Ja, das rankt das Spiel auf Steam nochmal höher. Ansonsten kaufen für 4 Euro kein großes Ding. Und das bringt auch noch großartig. Mich könnt ihr unterstützen, wenn ihr ein Däumchen nach oben unter diesem Video da lasst, Kommentare schreibt für den Algorithmus. Mich vorhin schon gefragt, welcher Pinguin seid ihr? Mögt ihr Pinguine? Mir hat euch dieses Spiel gefallen. Habt es euch auch gekauft? Wie gefällt euch der Song? Welches eurer Lieblings Dagleck Game von damals, als die noch die guten alten Zeiten, was das noch von Cookie gemacht wurde, unter anderem von Cookie. Jo, ansonsten habt auch einen angenehmen Tag. Geht nicht alleine raus aufs dünne Eis. Und ja, man sieht sich zum nächsten Video schon morgen wieder. Haut rein. Ciao, ciao.